Nähe ist gut. Die Nachhaltigkeitsinitiative von Schwäbchen, Hassia, Rewe und Licher fördert seit über 5 Jahren diejenigen, die sich für die Natur- und Sozialprojekte in Hessen engagieren. Seit Anfang Juni unterstützt die Initiative neben vielen anderen Projekten nun die Landwirte der Bergmähwiesen im Vogelsberg. Die Bergmähwiesen sind keine sich selbst überlassene Natur, sondern sind ein von Menschen gemachtes Naturwunder. Auf einer Fläche von nur 25 Quadratmetern kommen bis zu 61 verschiedene Pflanzenarten vor. Es leben dort ganz viele verschiedene seltene Vögel und Insekten. Und das Ganze wird von den Landwirten bewirtschaftet. Und es geht uns, der Initiative, schwerpunktmäßig darum, diese Landwirte eben auch finanziell und sozial zu unterstützen. Denn die Artenvielfalt an Pflanzen, Vögeln und Insekten in der Region soll erhalten bleiben. Und die kann nur fortbestehen, wenn die Bauern die Wiesen pflegen. Durch den globalen Produktionsdruck und die niedrigen Verkaufspreise kommen die Landwirte aber oft nicht mehr hinterher. Genau das will die Nachhaltigkeitsinitiative ändern. Die Landwirte sind nicht darauf angewiesen, noch mehr Viehbesatz zu haben und noch mehr dem Produktionsdruck ausgesetzt zu sein, sondern sie können tatsächlich mit dem wirtschaften, was sie dort oben an Fläche haben. Und das ist sehr schwierig. Das ist im Wesentlichen Handarbeit. Das kostet sozusagen viel Geld, weil dafür Menschen gebraucht werden und man keine Maschinen einsetzen kann im üblichen Sinne. Und deswegen ist es eine ganz besondere Initiative. Bisher hat die Nähe ist gut Initiative 12 Aktionen gefördert. Gerade der Vogelsberg sei ein Projekt, mit dem die unterstützenden Unternehmen viel verbinden. Die Rewe und Vogelsberg ist natürlich schon von den Produkten, die landwirtschaftlichen Anbaugebiete, die wir dort haben, die Produkte, die dort hergestellt werden oder die Tiere, die dort erzeugt werden letzten Endes, können in den Supermärkten immer wieder eine Rolle spielen, weil die Kunden halt die lokalen Anbieter suchen und die können wir natürlich mit dem Vogelsberg auch ein Stück weit anbieten. Der Schwäbchenmolkerei speziell liegt der Vogelsberg natürlich sehr am Herzen, weil wir tagtäglich 2 Lastzüge Milch aus dem Vogelsberg zu der Molkerei fahren. Und einige unserer Landwirte sind Bewirtschafter dieser Bergmähwiesen. Unser Wasser kommt aus dem Vogelsberg und ist angereichert mit ganz vielen tollen Mineralien durch das Vulkangestein. Und das sammelt sich dann in einer Senke im Bad Vilbel und das gibt uns unser wunderbares Wasser, was wir in ganz Hessen verkaufen dürfen. Regionale Unternehmen für regionale Vielfalt. Ein Projekt, an dem sich vielleicht bald auch andere Unternehmen ein Beispiel nehmen und sich ebenfalls für die Naturschätze in der Region mehr engagieren.